Hallo, ich bin Ann-Kathrin, ich bin 16 Jahre alt. Ich mache einen Schüleraustausch mit Kulturwerk in Deutschland und bin gerade in Kanada auf Vancouver Island. In diesem Video zeige ich euch meine Schule und gebe euch dann noch ein paar allgemeine Informationen dazu. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, dass das Video euch gefällt und dann könnt ihr gerne den Daumen nach oben geben. Meine Schule heißt Bolina Secondary School und ist eine Middle- und Highschool und ich gehe da in die 11. Klasse. Es gibt ungefähr 1000 Schüler auf der Schule und 80 Angestellte und die Klassen sind relativ groß und haben so ca. 30 Schüler. Die Schule liegt in Parksville, das ist ungefähr 40 Kilometer nördlich von Nanaimo und das ist jetzt keine so große Stadt, also es gibt jetzt keine so krassen Einkaufsmöglichkeiten, aber man kann super schön wandern, weil es da tolle Wasserfälle oder den kalten Regenwald gibt. Das ist der Schulbus, der mich jeden Morgen abholt und ich fahre ca. 30 Minuten mit dem Bus, muss aber gar nicht weit laufen, weil die Busse nicht wie Linienbusse funktionieren, sondern so, dass die Busse extra dafür da sind, jeden Schüler abzuholen und jeden Schüler zur richtigen Schule zu bringen. Das Schulgelände ist relativ groß und hat ein Echtrasen-Footballfeld und man kann dort Football, Volleyball, Basketball, Ski oder Golf spielen und es gibt auch ein Programm für Outdoor-Sportarten. Ich mache keinen Sport an der Schule, aber ich bin in einem kleinen Turnverein. Viele Fächer werden in Englisch und Französisch angeboten. Das heißt, wenn man zwei Sprachen lernen möchte, ist das super gut geeignet. Der Stundenplan ist relativ einfach aufgebaut, weil es ein Grundgerüst gibt und jeder wählt vier Fächer für ein Halbjahr. Und die hat man dann immer zu bestimmten Zeiten. Ich habe für das erste Semester die Kurse Political Studies, Life Science, das ist eigentlich Bio, Theater Company und Composition und das ist Englisch. Mit einem Schwerpunkt auf das Schreiben von Texten. Der Unterricht läuft dann meistens so ab, dass die Anwesenheit durchgegangen wird und dann steht an der Tafel meistens schon, was man während der Stunde machen kann. Das heißt, man hat schon eine Orientierung, was gemacht wird und dann arbeitet man in Einzel- oder Teamarbeit an den Aufgaben und es wird sehr viel mit einem Laptop gearbeitet, mit Google Classroom oder einer anderen Plattform und es ist eigentlich auch sehr flexibel und wenn man Fragen hat, fragt man und dann helfen die Lehrer einem sehr freundlich. Und zwischendrin werden oft Pausen gemacht und wir laufen dann zum Beispiel einmal ums Footballfeld, einfach um frische Luft zu schnappen. Die Besonderheiten der Schule sind, dass sehr viel Wert auf Gleichheit gelegt wird und halt auch, dass die LGBTQ-Community sehr groß ist. Und es gibt einfach sehr viele AGs, die einfach nur dafür da sind, dass man sich wohler fühlt. Mir gefällt am besten, dass man eben sehr viel mit dem Computer arbeitet und es sehr digital ist. Die Lehrer sind super freundlich und auch auf einem viel persönlicheren Level. Und das Fächerangebot ist einfach super, weil man kann jeden Kurs wählen. Für internationale Schüler gibt es eigentlich keine Beschränkungen oder Pflichtkurse. Und es kommt eigentlich jeder Kurs zustande. Das heißt, man hat eine riesen Auswahlmöglichkeit. Das ist der Raumplan der Schule und jeder Lehrer hat seinen eigenen Raum, den er auch individuell gestalten kann. Das heißt, die Physiklehrer haben einen eigenen Raum, unterrichten aber da auch nur Physik oder ähnliche Fächer. Eine Cafeteria, also eine Art Mensa, wo es morgens vor der Schule schon was gibt, wie zum Beispiel Eggmuffins oder Porridge. Und dann zur Mittagspause gibt es jeden Tag ein Gericht und Freitag gibt es immer Pizza. Die Schule hat auch eine eigene Turnhalle, in der auch Sportunterricht unterrichtet wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr auch Lust habt, auf die Bolina Secondary School zu gehen, könnt ihr gerne ein Auslandsjahr machen. Ich würde es euch sehr empfehlen. Wir sehen uns bestimmt in einem anderen Video nochmal wieder. Bitte lasst einen Daumen hoch da.